Herzlich willkommen beim Stempelpalast. Wir sind nun in Woche 3 im Oktober 2017 zum Thema Embossing und heute haben wir das Unterthema Bleaching. Ihr seht schon, ich habe die Karte dazu schon in der Hand. Die habe ich nämlich auf dem Teamtreffen bei meiner Stempeloma im Oktober gemacht. Das war einfach nur eine Erklärung, wie die Technik funktioniert. Und ich finde, sie passt so wunderbar in unser Technikbuch zum Thema Embossen, dass ich sie einfach jetzt mit aufnehme. Wir haben einfach für diese Technik in dem Fall einen Schmetterling embossed in Klarlack. Und dann habe ich mit Hilfe eines Q-Tips diesen Schmetterling ausgemalt. Einmal nur innen und einmal mit Rand. Und hier haben wir ein Blatt einfach gestempelt mit der Farbe. Ihr fragt euch jetzt, was das für Farbe ist. Das ist Chlorex. Das ist einfach flüssig Chlorex, womit man also die Toilette putzen könnte. Hochaggressives Zeug, wie ihr seht. Aber man kann sich das natürlich auch zunutze machen. Ja, ich habe hier schon mal so ein paar Farben ausprobiert, denn das Schöne ist, dass dieses Chlorex auf jeder Farbe anders aussieht und das wollte ich euch mal zeigen. Also, ich habe in jedem Fall ein Ahornblatt gestempelt und ein bisschen rumgetupft. Hier auf dem Limettefarbenen sieht man es leider kaum. Also, es sind eher dunkle Farben dafür geeignet. Auch dieses Petrol ist, naja, nur so semi-sichtbar. Dann sind wir hier bei Marineblau. Da kann man schon relativ gut sehen, was es werden sollte. Sehr schön finde ich es bei Anthrazit. Es hat so einen leichten Gelbstich. Ich weiß nicht, ob der über die Kamera rüberkommt, da ich ja wieder mitten in der Nacht aufnehmen muss, weil wir hier nämlich Baustelle haben und tagsüber würdet ihr mich überhaupt nicht verstehen. Darum muss ich aufnehmen, wenn andere schlafen. Und ich habe einfach heute vorgeschlafen. Also, Anthrazit finde ich sehr hübsch. Hier in Sommerbeere, das ist auch schon sehr nett. Und wir gucken uns die ganze Technik gemeinsam jetzt an. Ich habe da mal was vorbereitet. Das ist Wassermelone. Und habe hier einfach eine Blüte embossed mit Klarlack, also mit dem klaren Embossingpulver von Stamping Up. Und habe hier in einem Haushaltsrolletuch ganz viel von dem Bleichzeug drin, von dem Chlorex. Habe meinen Stempel hier bereits liegen. Tauche den einfach ins Chlorex rein. Und dann kann man ihn ganz einfach hier abstempeln. So, stellen wir wieder daneben. Den müssen wir gleich gut ausspülen. Und ich habe hier einen Q-Tip. Da kann ich die Spitze schön vollsaugen. Und dann könnte ich anfangen, hier irgendwie zu dekorieren. Man sieht natürlich am Anfang nur die Feuchtigkeit. Das Ganze braucht ein bisschen, bis es zieht. Ich mache auch für euch hier noch mal so ein paar Tupfen hin. Und mal so einen Fleck. Dann stellen wir das mal wieder zur Seite. Und jetzt müssen wir einfach warten, bis das Ganze trocknet. So, da bin ich wieder. Hast du lange gewartet? Ja, hat auch ein bisschen gedauert. Sage und schreibe 20 Minuten, bis das hier trocken ist. Aber jetzt ist es trocken. Jetzt kann ich es dir zeigen. Ich finde den Effekt echt schön. Und ja, natürlich habe ich auch für das Technikbuch wieder eine Karte entworfen mit der Technik. Die seht ihr hier.
finde es echt eine tolle Idee. Sag auch noch mein herzliches Dankeschön an meine Stempeloma, dass sie diese Idee zur rechten Zeit mit mir geteilt hat. Und ja, wir sehen uns am nächsten Sonntag zum nächsten Teil des Technikbuchs. Schönen Sonntag noch. Tschüss.